Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und jo, unfassbares Wochenende gehabt hier in der Clankriegsliga. Also wirklich mal ganz, ganz krasse Sachen von vergessenen Angriffen über Einsterner, über Nullsterner, über Disconnects und so weiter. Aber ich hatte hier wirklich zwei Tage. Ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt meine Leidensgeschichte oder so. Und auch hier muss sich jetzt niemand von mir auf den Schlips getreten fühlen oder so. Alle Personen sind natürlich nicht frei erfunden, sondern sie existieren tatsächlich. Aber ich möchte hier niemanden an die Karre oder so. Das ist einfach nur meine Meinung. Und deswegen muss das nicht eure Meinung sein. Ihr müsst das nicht teilen oder so, sondern einfach nur zuhören. Was heißt einfach nur zuhören? Das ganze Drama fing hier im Clan bei Is It Disabled an. Was heißt Drama? Ich will jetzt auch kein Drama rausmachen, aber ich fand das schon für mich. Da waren das schon zwei sehr, sehr unglückliche Tage. Und aber ich glaube, das Ganze fing so ein bisschen an mit einem Angriff hier im Zweiten Krieg. Den haben wir ein bisschen unglücklich verloren, muss ich sagen. Denn wir hatten hier, glaube ich, ja, hier unten von Cross, der hat einen Disconnect. Und das ist natürlich sehr, sehr unglücklich in so einer Liga. Vor allen Dingen hättest du oder hätten wir womöglich diesen Clankrieg denn auch gewonnen mit einem Stern. Prozentual, glaube ich, lagen wir sowieso vorne. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich, aber ich habe hier oben ja meinen Angriff gemacht und den hatte ich ja da, ich glaube, das war samstags in dem Livestream, wo wir alle Angriffe rückwärts gemacht haben. Also wir hatten ja vorher gestreamt, Rathaus 9 bis 13, haben nicht alles geschafft und deswegen haben wir am nächsten Tag einfach weitergemacht, 13 bis runter. Und ich habe hier die Scattershots nicht geschafft, da braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Blitz oder ich hätte sie etwas höher ansetzen sollen. Nichtsdestotrotz habe ich hier versucht, mit Messhawks irgendwas zu reißen. Und ich mache das mal ruhig in zweifacher Geschwindigkeit. Ich meine, es ist jetzt kein, ihr habt es ja schon gesehen, es ist jetzt kein Nullständer geworden, kein Einständer, es ist halt ein Zweiständer geworden, mein Gott. Aber danach tatsächlich musste ich mir dann auch anhören, dass es dann hieß, die Schweinereiter-Bases, also die Only-Schweinereiter-Bases, sollten dann die Leute machen, die das auch können. Ich meine, es gab kein Veto, als ich mir die Base hier markiert habe. Es hatte also keiner geschrien, Toto, mach die mal besser nicht. Überlass das mal besser uns. Und von daher habe ich die Base hier einfach gemacht und ja, habe jetzt für mich das Beste da rausgeholt. Aber ja, dann sollen sich die Leute halt die Schweinereiter-Bases raussuchen, wenn sie es meinen, sie müssen das tun. Und ich greife hier jetzt immer ganz, ganz am Ende an, damit es nicht nachher heißt, Toto, warum greifst du die an? Die hätte doch jemand anders eingreifen können. So einfach wählt man solche Sachen denn. Und dann warte ich einfach bis zum Ende des Krieges, so Stunde vor Schluss. Und dann ist wahrscheinlich eh nur noch so eine Base über und dann kann auch keiner sagen, wieso greifst du die an mit Schweinereitern. Also nur ein schlechtes Beispiel. Ja, und aber dennoch, ja, so fing das eigentlich an. Ich habe später ein bisschen darüber nachgedacht. Klar ist es auch ein bisschen überspitzt von dem einen oder anderen und auch von mir so ein bisschen überspitzt. Aber nichtsdestotrotz sieht es noch ganz, ja, es sieht eigentlich sieht schlecht aus. Eigentlich sieht es schlecht aus hier in der Liga. Denn Rogue Nation hier, die stehen auch über uns. Die hauen hier ganz gut was weg. Und mittlerweile 3-3 Sterner und wir haben auch selber nur noch 4 Attacken. Also den werden wir wohl vermutlich auch nicht wirklich gewinnen. Bei dem davor haben wir noch ein bisschen mehr Glück gehabt. Denn auch hier hatten wir eine Nullnummer, da auf die Nummer 12. Und aber dennoch haben wir dann hier mit 4 3-Sternern und dann auch im hohen prozentigen Bereich unsere 2-Sterne abliefern können und haben den Krieg hier nochmal rumgerissen. Hätte wahrscheinlich auch keiner von uns drauf gewettet, denn Saigon Likeword, die standen bis dahin noch oben. Aber naja, die Liga ist erst am letzten Spieltag vorbei und dann werden wir sehen, wie das hier weitergeht. Aber ich werde jetzt mal den Account hier wechseln. Und denn der unfassbare oder das unfassbare Wochenende ging ja dann noch weiter für mich. Also springen wir jetzt mal zum Clan Free-to-Play. Bis gleich, kurzer Cut. Okay, wir sind auf dem... Welchen Account sind wir eigentlich? Ah, wir sind auf dem Account von Leila, also von der Anführerin hier dieses Vereins. Und ja, im Clan Free-to-Play hattet ihr vielleicht mitbekommen, wer bei mir so auf dem Discord ist. Hier haben wir natürlich wieder bockschwere Gegner. Es gibt ja kein Matchmaking. Damit leben wir aber mittlerweile und wir leben damit eigentlich ganz gut.
Allerdings gibt es auch hier immer mal so Phasen, wo du dann denkst, Leute, was ist hier los? Was geht in eure Kopf? Ja, muss ich echt mal so sagen. Im Moment diesen Klankrieg hier können wir nicht gewinnen. Und auch den davor hätten wir nicht gewinnen können. Denn hier, es sind einfach zu viele 13er und 12er hier und die greifen auch tatsächlich dann an. Das war im Klankrieg vorher auch schon so, dass wir den zweiten hier überhaupt noch gewinnen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und das hat, glaube ich, gar keiner erwartet bei uns. Aber der Gegner hat nicht alle Angriffe gemacht. Und wir haben hier von unten nach oben sukzessive die Bases hier zugemacht oder versucht zuzumachen. Aber es gab dann auch ein kleines Missgeschick hier, muss ich sagen. Denn ist die Klankriegsliga auch immer so ein bisschen aussortieren. Ja, so ein paar Member aussortieren. Allerdings sind wir hier nicht 50 Leute und können hier wild durchtauschen oder so, sondern wir müssen schon gucken, wer ist eigentlich da, wer ist nicht da, wen können wir einsetzen, welche Rathäuser sind zu schwach. Wir haben auch 7 da dabei, aber nicht in der Liga, die brauchen wir hier wirklich nicht. Aber wir hätten sie hier gebrauchen können. Nur, wenn es hier dann natürlich Leute gibt, die zweimal oder eine Base zweimal angreifen und es immer noch nicht verstanden haben, warum sie dann angenölt werden, so nach dem Motto, Alter, wieso machst du zweimal die gleiche Base? Oder die Base nochmal, da waren doch schon 3 Sterne drauf. Dann weiß ich es auch nicht, Leute. Passiert ist das hier, glaube ich, eben My Team. Da müssen wir reingucken. Und ihr seht hier, wir sind auf jeden Fall nicht wirklich auf seinem IQ bei Get on My IQ. Also wirklich, alle Namen sind hier nicht erfunden. Aber ich möchte hier auch keinen ans Bein pieseln oder so, sondern das ist nur meine Meinung, dass ich hier jetzt so ein bisschen ausgerastet bin, zu dem Zeitpunkt schon, weil ich gedacht habe, was macht denn der? Ich meine, das ist ein Rathaus 10er und wir haben ja jetzt nicht die Masse an Rathaus 10er Angriffen, die fehlen uns irgendwo und er macht einfach zweimal oder die 21 nochmal. Ihr seht das bei der 98% hier, das sind keine frischen Sterne, sondern der Zippy hatte diese Base schon gemacht mit 3 Sternen. Naja, und dann habe ich ihn erst gekickt. Oder er ist gegangen, ich habe ihn gekickt und wieder eingeladen. Oder er kam dann einen Tag später, glaube ich, wieder rein. So nach dem Motto, Schuldige, Schuldige, Schuldige. Aber hat es auch gar nicht eingesehen, was er gemacht hat. Und allerdings habe ich ihn da schon getauscht. Also getauscht gegen einen anderen Account oder gegen einen anderen Spieler. Und habe ihm auch ganz klar zu verstehen gegeben, hier spielst du keine Klankriege mehr. Punkt. Weil da fühlen sich alle irgendwie so ein bisschen verarscht. Und wenn man so einen dabei hat, aber das Ganze kann man noch toppen, Leute. Das Ganze kann man noch toppen, indem man in den nächsten Klankrieg reingeht. Und zwar war das, glaube ich, ja, das wäre der Verlorene hier. Das war nicht schlimm, dass wir den verloren haben. Wir hatten ja bis dahin schon reichlich Sterne und wir versuchen immer, das Möglichste hier rauszuholen mit unseren, ja, einem Rathaus 11 und der Rest ist 10, 9 und auch mal so ein, 2 Achter dabei. Gestern oder vorgestern hatten wir 2 Achter dabei oder ein Achter. Den Romax da unten links in unserer Reihe, der hatte auch vorher schon angegriffen. Und auf der gegenüberliegenden Seite, Leute, die Nummer 30 ist ein Rathaus 7. Da haben wir natürlich gedacht, Mensch, toll. Romax kann ein Rathaus 7er machen. Der Mikrobutton macht dann die 29, ist ein 8er. Der Flens macht die 28, ist auch ein 8er. Und dann passierte Unfassbares. Der CACA hier hat diese Base gemacht. Ich gehe nur ganz kurz rein. Nur ganz, ganz kurz, dass ihr wenigstens seht, wer diese Base hier gemacht hat. Ja, ein Rathaus 9er, 20er Queen, 15er King. Gleich der erste Angriff war das. Meine ich. Ich glaube, es war gleich der erste Angriff. Und, Alter, da bin ich ausgerastet, ehrlich. Muss ich. Also, da bin ich aus der Haut gefahren. Hier, da habe ich gedacht, was geht? Da unten ist es. Und, dadurch hat er sich natürlich seine 8 Sterne hier reingeholt. Das heißt also, hier ist auch noch die Sterne-Geilheit da. Natürlich hat er jetzt, wenn wir in den Clan schauen, da unten der CACA 8 Sterne, damit bekommt er vollen Bonus hier und spielt natürlich auch nicht mehr mit. Bis dahin hat er sich auch nicht mehr gemeldet im Chat. So nach dem Motto, tut mir leid, hab mich verdrückt oder was auch immer, gar nichts. Und das ist eine bodenlose Unverschämtheit hier. Und auch mit so, muss ich ganz klar sagen, mit solchen Leuten kann ich hier nicht weiterspielen, weil dann fühlen sich hier alle echt verarscht. Und da fehlte uns natürlich jetzt ein Rathaus 9er Angriff. Im unteren Bereich. Jetzt haben wir wenigstens gedacht, da unten waren ja noch 2 Achter, dass der Romax hier wenigstens einen Achter weghaut. Nein, der Romax kommt dann irgendwann ganz, 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 ganz spät. Ich kann euch mal sagen, wie spät.
Und zwar so ein Stündchen vor Schluss, oder nee, er kam gar nicht mehr rein. Doch, da unten. Der Romax, 56, eine Stunde vor Schluss. So lange mussten wir hier warten, bis ein Rathaus 8 natürlich keinen Achter mehr machen konnte, weil den habe ich dann einfach weggeballert. Mit Lela. Echt leidig. Echt mal leidig. Und naja, und aber wir können jetzt auch, wir können jetzt auch gar nicht mehr tauschen. Also die Truppe, die ich hier jetzt habe, das ist Endtruppe. Und wenn jetzt hier einer nicht angreift, wie der Nazgul zum Beispiel gestern nicht angegriffen hat, weil er irgendwie verpennt hatte oder was auch immer, kommt ja vor, mein Gott, dann ist das so. Also das Aufgebot steht hier und wer jetzt nicht angreift, aber die meisten greifen hier denn doch irgendwo an und geben irgendwo ihr Bestes, aber trotzdem, also bei den einen oder anderen, da hat mein Verstand, ich habe es nicht mehr verstanden, Leute. Egal. Habe ich gedacht, ist hier vorbei? Nein, es geht noch ein kleines Stück weiter. Wir springen noch einen Clan weiter zum Clan Deutschland Ed. So Leute, weiter geht's. Und hier hat mich Godzilla eben gerade angegriffen, auch nicht schlecht. Ja, hier im Clan Deutschland Ed sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, außer dieser Clankrieg hier. Also hier ging das Drama dann weiter. 26-26 ist erstmal kein Drama gegen Waldstock. Grüße an den deutschen Clan. Und wacker geschlagen oder man müsste eigentlich sagen, wacker schlecht geschlagen, wie wir uns auch schlecht geschlagen haben. Denn wir haben hier unten angefangen mit zwei Einsternern auf die 15 und auf die 14 hier. Das heißt, uns fehlten im unteren Bereich schon vier Sterne nur auf Rathaus 10. Denn der Mortus hat Nerven gezeigt, der Chefkoch hat auch Nerven gezeigt, also ich. Und ja, das wollte man natürlich nicht machen. Ergo geht man einen runter. Haben wir auch gemacht. Wir sind dann einen runtergegangen. Zumindest kam eine Clan-Mail. Es kam eine Clan-Mail. Denkt an eure Angriffe. Wir können minus 1 angreifen, dort von Herr Stransky vor 18 Stunden. Und wir haben es auch nochmal in Chat geschrieben, dass runtergegangen werden darf. Also, ja klar, muss man oben auslassen. Der Gegner, ich kann euch sagen, der Gegner war auch nicht besser. Die mussten nämlich auch auslassen. Ihr seht, die haben auch heftig ausgelassen. Die haben aber dann genau wie wir auch unten die 10er, 11er gemacht und so weiter. Das ist uns dann auch ganz gut geglückt. Das heißt also, wir haben hier ein herrliches Dipfest gehabt, Leute. Von 13, 12, nee, das war hier 11 und 9. Avatar hat den hier gemacht, den hat Herr Stransky gemacht. Und den hier hat keiner gemacht. Der blieb offen, weil auch hier zwei Leute, ich will jetzt keinen anprangern oder so, keinen anprangern, das nicht gelesen haben oder keine Ahnung, das ignoriert haben. Und holen hier oben einen Stern beim Matterhorn. Das war, ja, da, also vorher kam die Mail schon, ja. Der hätte gar nicht den Einser angreifen müssen, sondern hätte tiefer gehen können, vielleicht auf den Rathaus 12er. Und der Baba Hüß hat es auch nicht mehr gelesen. Na, habe ich zu spät gelesen. Und ich dachte, der Skull kommt vielleicht noch. Ja, wir bei Woodstock, ihr seht das da oben, haben zwei Leute nicht angegriffen. Bei uns hat einer nicht angegriffen. Der Skull hat sich aber im Nachhinein dafür entschuldigt. Der konnte nicht aus privaten Gründen und so weiter ein bisschen, ja, irgendwas hast du dann unter Umständen mal. Aber Baba Hüß hat nach 30 Minuten vor Schluss gedacht, Skull greift bestimmt noch an. Und deswegen hat er die 2 gemacht und die 11 blieb hier offen. Ja, da war ich echt bedient, Leute, denn wir haben den Klarkrieg verloren nach Prozenten. Das ist echt bitter. Und wenn ihr hier die Attacken seht, 6x3 Sterne, 2x2 Sterne und 3x2 Sterne auf der gegenüberliegenden Seite, 4x1 Stern bei uns und 2x auf der Seite von Waldstock, da weißt du, wie dieser Krieg hier abging. Und ist natürlich eine Brüll- und eine Lachnummer. Eigentlich aber letztendlich ist schade, den hätten wir nicht verlieren brauchen. Und wenn man denn mal ein bisschen erliest oder auch mal selber ein bisschen drüber nachdenkt, Mensch, die 10 ist noch offen, eine halbe Stunde vor Schluss, denn die War Events, 34 Minuten, der Baba Hüß dort und der Gegner hat es genauso gut gemacht, der hat nämlich auch heftig gedippt hier, 3 auf Hermelinchen. Das ist Rathaus 13 auf Rathaus 11 und auch oben die Nummer 1, der Woodstock hier auf Mortus, ist auch eine Rathaus 11 Base, eben mal mit 3 Sternen rüber geflogen und das hätte nicht sein brauchen, aber wir sind glaube ich noch ganz gut dabei, wir sind im Moment Dritter, weil wir noch erst 2 oder 3 Angriffe gemacht haben jetzt, ich muss mal eben schauen und möchte jetzt auch ganz gerne angreifen, zumindest bin ich ready, aber Leute, da wird mir die Folge ein bisschen zu lang, deswegen haue ich euch das in eine zweite Folge heute rein. Also zweimal heute Toto,
erst einmal, ja, wir haben ja jetzt fast nur gequatscht, aber meine Angriffe jetzt hier mit dem Rathaus 10 und mit dem Rathaus 11 haue ich jetzt gleich mal in den Sack da. Ich bleibe einfach sitzen, nehme für euch auf, packe euch das aber in eine zweite Folge. Damit ihr die zweite Folge nicht verpasst, stellt euch einfach die Glocke und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann ist es umsonst. Also könnt ihr ruhig draufklicken hier unten rechts auf den Abonnieren-Button und dann sehen wir uns in der zweiten Folge heute noch wieder. Bis nachher, euer Toto. Bestimmt.